Wir sehen ja an dem Knick der vierten Welle, dass die Maßnahmen, die wir erlassen haben, greifen. Dazu gehören natürlich die 2G-Regeln. Und es gibt ein anderes Gerichtsurteil in Schleswig-Holstein, das das Gegenteil sagt. Ich hoffe, dass sich das schleswig-holsteinische Urteil in der Rechtsprechung durchsetzen wird. Ja, wir sehen, dass wir eine Not haben. Viele Pflegekräfte, die wir noch hätten, verlassen den Beruf, weil die Arbeitsbedingungen einfach hart sind, teilweise wirklich zu hart sind. Und sicherlich hilft es, dieser Abwanderung mit Geld zu begegnen. Nicht auf Dauer und nicht alleine, aber in der Not, und wir sind in einer Notsituation, ist das eine Maßnahme, die richtig ist, klar. Es ist falsch zu sagen, dass die Gesellschaft gespalten ist, aber es gibt eine Gruppe, die stabil und groß ist, die nicht nur die Politik falsch findet, das Recht hat jeder in Deutschland, sondern das demokratische System falsch findet, das sich wehrt gegen die rechtsstaatliche Ordnung. Das haben wir immer wieder gesehen, auch bei anderen politischen Debattenpunkten. Jetzt macht es sich an der Corona- und an der Impffrage fest, und das geht nicht. Jeder kann eine andere Meinung haben, aber man darf die Meinung nicht mit Gewalt und nicht mit den Instrumenten, die gegen die Meinungsfreiheit stehen, durchsetzen, und das kann einen schon wirklich besorgen.